in einer Folie eingeschweißt, mit einer beschrifteten Banderole versehen, werden die 5-Euro-Münzen der Reihe Klimazone der Erde im Jahr 2020 in der Spiegelglanzversion wieder ausgeliefert. Die Banderole beschreibt den Inhalt als 5-Euro-Sammlermünze aus der Serie Klimazonen der Erde und hier das Thema subpolare Zone. Darunter prangt der Bundesadler und in der untersten Zeile sind die 5 Münzstätten mit ihren Münzzeichen in alphabetischer Reihenfolge der Münzzeichen aufgeführt. Auf der Stirnseite ist das Logo der Ausgabestelle Münze Deutschland aufgeführt. In der Reihenfolge der aufgedruckten Münzzeichen liegen die durchsichtigen Aufbewahrungsboxen in einer Banderole. Diese Boxen sind von den Seiten her trapezförmig und haben einen nach oben abnehmbaren Deckel. Dieser wird durch ein breites, blaues Gummi in der Verschlussposition fixiert. Innerhalb der Boxen befindet sich ebenfalls aus einer Art Plexiglas eine rundliche Mulde, die die verkapselte Münze aufnimmt. Von der Unterseite des Deckels greift eine leicht ausgerundete Nase von oben in die Münzkapsel. Damit soll die Münze sicher fixiert sein. Dennoch habe ich es mehrfach vorgefunden, dass eine Münzkapsel sich dennoch aus dieser Verankerung gelöst hatte und quer in der Box lag. Allerdings war glücklicherweise die Kapsel in all diesen Fällen noch geschlossen, sodass der Münze kein Schaden drohte. Thema dieses Videos ist wieder eine Münzbeschreibung und daher begrüße ich dich erst einmal recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal Sammlerfreak zu einer neuen Folge meiner Reihe Münzen sammeln, aber richtig. In diesem Video werde ich dir wie gewohnt die Bild- und Wertseite der Münze vorstellen. Natürlich werde ich auf den Polymerring und seine Färbungen eingehen und wie gewohnt folgt das technische Datenblatt inklusive einer Prognose zur zu erwartenden Wertentwicklung dieser Münze und der Serie. In der Timeline wie auch in der Münzbeschreibung wirst du die einzelnen Kapitel mit Sprungmarken versehen auffinden können, sodass es dir leichter fällt, durch das Video zu navigieren, wenn du nicht alle Teile dieses Videos gleichermaßen intensiv ansehen willst. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Betrachtung meines Videos und ich hoffe, du bekommst einige sinnvolle Informationen. Das diesjährige Thema der Reihe Klimazonen der Erde ist die subpolare Zone. Dementsprechend steht im Bildvordergrund ein Rentier. Hinter ihm breitet sich eine karge Tundralandschaft in der Ebene und einer Bergkette im Hintergrund aus. Die glänzenden Spiegelflächen können auch Wasserflächen entsprechen. Die Darstellungen erfassen alle drei Münzflächen, den Rand, die zentrale Pille und auch den Polymerring. In einem Viertelkreis zwischen dem Polymerring und Randstab erfolgt die Motivangabe subpolare Zone etwas asymmetrisch links betont unten. Als Hinweis auf die Bodenschätze der Region, möglicherweise auch deren Ausbeutung und der Klimafolgen für die Ausbeutung dieser Region, befindet sich linksseitig ein Bohrturm mit einer Gasfackel. Oben rechts, direkt über dem rechten Berggipfel, kannst du die Künstlersignatur von Natalie Tekampe sehen, das Buchstabenpaar NT. Natalie Tekampe aus Egenhofen ist Bildhauerin und hat mit dieser Münze nach der 10-Euro-Münze in der Luft aus dem Jahr 2019 nun zum zweiten Mal einen Münzentwurf umsetzen können. Auch den Wettbewerb zur Gestaltung der 5. und letzten Münze dieser Reihe Klimazonen der Erde hat sie erfolgreich bestritten. Ihr Entwurf für die polare Zone wird im kommenden Jahr umgesetzt. Man darf also durchaus gespannt sein, wie sie sich in Zukunft unter den deutschen Medailleuren positionieren kann. Der einheitliche Entwurf, der für alle Münzen diese Serie gleichen Wertseite stammt von Stefanie Radke aus Leipzig. Die Pille wird fast vollständig von einem großen Bundesadler mit aufgespreizten Schwingen und vom Betrachter nach links gewendetem Kopf ausgefüllt. In einer vertikalen Anordnung auf der Mitte der Münze
steht oben auf dem Ring die Zahl 5 der Wertangabe. Darunter über dem Kopf des Adlers das Münzzeichen, in diesem Fall das D für das Bayerische Hauptmünzamt in München. Folgt man der gedachten Linie durch den Körper des Adlers nach unten, steht am Unterrand der Pille das Ausgabejahr 2020. Auf dem Ring ist die Nationalitätenangabe Bundesrepublik Deutschland, das Nominal und die Wertangabe in einem Kreis aufgebracht. Dieser Kreis schließt sich durch die 12 Europasterne, die durch Nominal- und Währungsangabe aufgeteilt sind. Links neben dem Nominal stehen 4 Sterne, rechts zwischen Nominal- und Währungsangabe einer und rechts neben der Währungsangabe die restlichen 7 Sterne. Die Polymerringe sind blau, wobei sich die Blautöne unter den Münzstätten etwas unterscheiden. Leider kann ich dir hier nur einen ungefähren Eindruck von den unterschiedlichen Blautönen vermitteln, weil die Hintergrundbeleuchtung bei dieser Aufnahme nicht ganz konstant war. Die Münze wird in allen 5 deutschen Münzstätten in annähernd gleicher Auflagenhöhe hergestellt. Die Auflagenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Angaben, die man im Internet findet, schwanken deutlich je nach Quelle. Daher habe ich mich an der Auflagenstatistik des BVA für die Vorgängermünzen orientiert. Diese lag bei 400.000 Exemplaren in Spiegelglanz und 3 Millionen Stück in der Stempelglanzausgabe. Vergleicht man diese Werte mit denen der, ich sag mal, teuren deutschen Sammlermünzen aus den 50er Jahren, von denen die ersten 4, Germanisches Museum, Schiller, Markgraf von Baden und Eichendorff, mit jeweils 200.000 Stück in der Gesamtauflage und darunter nur einer winzigen Menge an Spiegelglanzausfertigungen mit den heutigen Auflagen, dann dürfte bald Ernüchterung auftreten. Vom Handel werden Polymerringe-Münzen der Bundesrepublik ziemlich gehypt. Allerdings ernüchtert auch hier der Blick in die Angebotslisten. So werden aktuell Spiegelglanzmünzen der Ausgabe Planet Erde in der Originalbox für ca. 90 Euro vom Handel angeboten. Noch original eingeschweißte und banderolierte Gesamtsets liegen preislich leichter darüber. Stempelglanzmünzen dieser Serie sind einzeln für etwa 50 Euro zu erhalten und liegen somit bei dem etwa anderthalbfachen des ursprünglichen Handelswertes von ca. 20 Euro. Dabei lag der Preis damals schon über dem Erstausgabepreis der Spiegelglanzversion mit 15,16 Euro. Der Preis für die Ausgabe Tropische Zone liegt bei einem original eingespeisten Spiegelglanzsatz bei ca. 250 Euro, als Einzelmünze bei etwa 45 Euro. Die Ausführung in Stempelglanz kostet heute als Einzelmünze etwa 10 Euro, als Satz 75 Euro. Die subtropische Zone wie auch die gemäßigte Zone sind als Stempelglanz Einzelmünze für unter 10 Euro zu haben. Der original verschweißte Spiegelglanzsatz für etwa 100 Euro. Letztlich belegen diese Analysen, dass die Werterwartung für diese Münzen infolge der sehr hohen Auflage tatsächlich nicht besonders interessant ist. Das gilt insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass im Handel derzeit für die neue Münze teilweise münzstättenabhängig als Stempelglanzausgabe Preise verlangt werden zwischen 11 und 18 Euro. Das lässt zumindest auf kurze Sicht eher vermuten, dass mit diesen Münzen kein Gewinn zu machen ist. Eine Ausnahme ist und bleibt sicherlich die erste Polymerring-Münze der Bundesrepublik Planet Erde. Da ist das Interesse und die Nachfrage auch heute noch recht groß. Noch als Anmerkung, wenn ich von derzeitig spreche, meine ich den Oktober 2020. So, und damit kann ich meine Ausführungen zu dieser Münze schon beenden. Ich bedanke mich für deinen Besuch auf meiner Seite und hoffe, dass ich dir habe nützliche Informationen vermitteln können.
Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Like da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das auch gleich kostenfrei nachholen. Wenn du zudem noch die Glocke aktivierst, wirst du umgehend über neue Folgen informiert und verpasst nichts. Jetzt sage ich dir erstmal bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss, dein Sammlerfreak.